Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Zu einem neuen Equestrian The Game Video, um ganz genau zu sein. Ja, ich dachte mir, wir haben jetzt so ein bisschen schon über die Zucht gesprochen, wir haben auch schon so ein bisschen über Turniere, Grand Prix und so weiter gesprochen in den letzten Videos. Und ich dachte mir, wenn wir oder so, was mein Plan ja in der Zucht ist, wenn sich der jetzt sozusagen verwirklichen lässt und ich auch immer so ein bisschen näher ans Ziel komme, dachte ich mir, ich möchte mir von meiner Nachzucht natürlich dann auch so meine neuen Grand Prix Pferde raussuchen, die dann sozusagen aus der Zucht rausgehen und mit denen ich dann wirklich intensiv trainieren werde, versuchen werde, sie hoch zu leveln. Denn ihr habt es ja gesehen, die Pferde kommen mit 4 Jahren zu uns, absolut unausgelevelt. Das heißt, wir müssen richtig viel Zeit und richtig viel Karotten reinstecken, damit wir diese Pferde überhaupt hochleveln können. Und von daher ist es natürlich auch klar, wir können das nicht mit allen Pferden machen, wenn wir sie auch noch so gerne haben, aber das wird halt auf die Dauer nicht funktionieren. Das heißt, ich habe es in meiner XXL-Zuchtfolge ja schon erklärt. Das Video verlinke ich dir übrigens hier oben, falls du es noch nicht gesehen hast. Da habe ich ja auch schon gesagt, okay, ich habe mir ja auch so ein paar reine Zuchtpferde gekauft, die ich dann auch wieder verkauft habe. Und ich werde das auch in Zukunft so handhaben. Ich werde meine Zuchtpferde haben, die ich nicht reiten werde, beziehungsweise nicht trainieren werde. Ich werde mit denen schon mal ein Turnier gehen oder ich werde mit denen auch mal ausreiten und so weiter gehen. Aber ich werde da keine Karotten reinfüttern und ich werde die nicht versuchen hochzuleveln. Das sind dann wirklich meine Zuchtpferde und im Gegenzug dazu wird es dann natürlich meine Sportpferde geben, die ich dann versuchen werde, so gut wie es geht, hochzuleveln. Einige von meinen Sportpferden, Grand Prix Pferden, die kennt ihr ja, denn die habe ich euch ja in meinem Grand Prix Video schon vorgestellt. Das ist einmal meine Friesenstute Maya, dann ist das mein Swedish Warmblood Albert und mein kleiner Araber, Albert Number 2, mit denen ich wirklich relativ erfolgreich auch bei den Turnieren bin, die sich angenehm reiten lassen. Und natürlich habe ich die jetzt auch für die Zucht verwendet und werde die vielleicht auch mal in der Zukunft mal wieder für die Zucht verwenden. Ich werde sozusagen oder ich versuche schon, dass wir uns heute mal so vielleicht einen, vielleicht sogar zwei von meinen Nachzuchten rauspicken und dort wirklich mal versuchen werden, den dann hochzuleveln. Ich hoffe, ihr habt so grundsätzlich mal verstanden und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video und wir starten einmal gleich rein. So, ich habe natürlich wieder ein paar Fohlen zum Abholen. Deshalb werde ich jetzt das allererstes Mal in den Stall reinschauen. Und ich möchte mal schauen, ob ich eine Box frei habe. Denn ich habe definitiv Fohlen zum Abholen. Hier haben wir noch eine Stute, die noch einen Tag und 11 Stunden braucht. Okay, ich habe es ja im letzten Video schon so ein bisschen angeschnitten. Ich habe ja sozusagen das, was ich mit den Friesen versuche, also so diesen Sportfriesen zu bekommen, das versuche ich ja auch mit den Fjordis. Und bei den Fjordis habe ich mich ja für den Araber entschieden, als Einkreuzungspartner. Und da gibt es auch schon Nachzuchten. Es gibt auch sogar schon zweite Generationspferde. Die habe ich euch letztes Mal ja noch gar nichts gezeigt. Aber soweit ich mich erinnern kann, müsste da jetzt eigentlich auch ein Fohlen dabei sein von meinem Plan mit den Fjordis. Aber ich würde sagen, wir holen jetzt mal so das erste Pferd ab.
Oha, it's a filly. Wieder ein solidfarbenes Pferd, was ich schon mal wirklich sehr gut finde. Ich habe es ja in diesem Video erwähnt, ich möchte in den Friesen oder dann in dem Sportfriesen eigentlich keine Scheckungen drinnen haben. Von daher finde ich schon mal gut, dass er, oder dass in dem Fall er jetzt sie, einmal ein Solid ist. Ist auch vom Aufbau her, Körper und so weiter, sieht es wieder recht ähnlich aus. Jetzt gehen wir mal, bevor wir das Pferd jetzt abholen, würde ich mal sagen, wir schauen uns das nächste Fohlen einmal an. Nochmal ein Stutfohlen, okay, ein brauner mit einer kleinen Stiefelung hinten links. Okay, schauen wir mal weiter. Okay, wow. Ich muss ja sagen, bei den Fjordis, also das ist ja jetzt nicht meine erste Nachzucht bei den Fjordis, ich habe ja schon eine Nachzucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Fjordis finde ich es ja richtig krass, dass die noch so sehr nach Fjordi aussehen. Das feiere ich ja extrem, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe schon bemerkt, und ich glaube, dass wird sich auch bestätigen, dass es mit den Fjordis so ein bisschen leichter ist, weil du hier eigentlich schon auf den ersten Blick erkennst, okay, das Pferd sieht irgendwie wie ein Fjordi aus und das wollen wir ja auch oder ich will das ja auch, aber du siehst auch sofort auf den ersten Blick, oh, der sieht aber sportlich aus. Also ein sportlicher Fjordi. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich möchte und was ich ja auch bei den Friesen gerne haben möchte. Und ich finde, ich weiß nicht, vielleicht macht es irgendwie so die Farbe aus, ne? Dass du das irgendwie so sofort als Fjordi identifizierst. Wobei es bei den anderen Pferden, also bei den Friesen Nachzuchten, ja, halt nicht so sehr auf die Farbe drauf ankommt, um jetzt zu sagen, okay, das ist wirklich jetzt ein Friese. Ne? Weil es gibt mehrere schwarze Pferde und trotz alledem würdest du jetzt einen schwarzen Trakehner, würdest du jetzt auch nicht denken, oh, ist das vielleicht ein Friese? Also, versteht ihr, das ist immer so ein bisschen natürlich ein Unterschied, wobei es beim Fjordi ist es natürlich schon anders, weil ein Fjordi, das die Fellfarbe hat, mit der Mähne kommst du definitiv sofort auf die Idee, okay, das könnte ein Fjordi sein. Ne? Gut, wir schauen weiter. Das ist unser letztes Fohlen, was wir abholen. Oha, okay, das ist auch eine Fjordi-Nachzucht, wie man schon erkennen kann, in einer wahnsinnig coolen Farbe, eine Farbe, die mich ganz stark an meine Stute erinnert, an meine Island-Stute. Ich würde das jetzt, also für mich würde ich das so ein bisschen als Mausfalben bezeichnen, auch wenn das, glaube ich, kein Falbe ist, müsste man dann nochmal genau schauen, aber ja, ist ein Fjordi, ist durch die Stehmähne und so, farbenmäßig natürlich gar kein Fall ein Fjordi. So, jetzt müssen wir natürlich ganz clever sein, wen wir jetzt als erstes in den Stall holen, denn wir haben nur eine Box frei. Das heißt, sobald ich das zweite Pferd abholen will oder das nächste Fohlen, muss ich eins verkaufen. Ich würde sagen, ich würde einmal hier diese kleine, was ist jetzt eine Stute oder ein Hengst? Also ich bin ja auch immer so vergesslich, ne? Wie nennen wir denn dieses Fohlen jetzt? Ich würde sie jetzt einmal Stella nennen. Im Grunde genommen ist es ja ganz egal, ne? Wir können den Namen ja sowieso noch ändern. Weil ich bin mir jetzt wirklich nicht mehr sicher, ob das jetzt ein Hengst oder ein Stutfohlen ist. Aber wir schauen mal und wir müssen in den Stall zurück. Ich habe es auch beim letzten Video schon erwähnt. Das ist wirklich so ein kleiner Kritikpunkt. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass wir in dieser Breeding Facility bereits die Werte sehen, auch die Abstammung sehen und
dass man wirklich die Pferde direkt aus dieser Breeding Facility auch verkaufen könnte. Denn es ist einfach so ein bisschen Zeitaufwand, den man eigentlich ja wirklich, wirklich beschleunigen könnte. So, wir haben hier Stella. Okay, wir schauen als erstes mal uns den Stammbaum an. Ja, ist erste Generation, reinrassiges Fjord mit meinem Araber. Ups. Das heißt 50-50 und von den Werten her ist ein sehr ruhiges Pferd mit maximal auf 682. Okay. Ich zeige euch jetzt mal meine erste Nachzucht, die ich habe bei den Fjordis. Und zwar ist das Josie. Und das ist für mich wirklich so, wir können uns das hier gerne mal im Fotomodus anschauen. Also da war ich wirklich so überrascht, wie ich dieses Fohlen bekommen habe. Da bin ich kurzzeitig richtig ausgerastet, weil also das einfach für mich, also vom Zuchtziel her optisch gesehen, ist das eigentlich schon so, wo ich eigentlich hin möchte. Na, also das ist für mich ein ganz typisches Fjordpferd, von der Fellfarbe her, von der Mähne her, absolut Fjordpferd, aber man sieht halt auch, wie sportlich es aussieht. Und dass ich das bei der ersten Nachzucht bekomme, also da war ich sowas von gehypt und habe mich so sehr gefreut darüber. Sie ist auch von den Werten her, ach, jetzt bin ich da wieder rausgekommen. Sie ist auch von den Werten her okay mit 694, also für ein Fjordi, wir sind knapp bei 700, ist das schon richtig, richtig gut. Und mit ihr werde ich auf alle Fälle weiterzüchten, beziehungsweise sie hat auch schon ihr erstes Fohlen, so viel kann ich schon mal sagen. Also das jetzt in dem Fall, Josie wäre jetzt schon mal ein Kandidat für ein neues Grand Prix Pferd für mich. Allerdings glaube ich, dass ich mit ihr noch ein paar Fohlen züchten möchte, was demnach dann wieder nicht so gut passen wird. So, wir sind natürlich jetzt wieder voll und ich denke, dass ich mich einmal hier von Stella wieder trennen werde, weil sie halt einfach... Oder wir... wisst ihr, was wir natürlich auch machen können? Wir können uns natürlich von einer anderen Fjord-Zuchtstute verabschieden, nämlich hier von Nana Rosa. Ist eine reinrassige Fjordstute mit 670, auch nicht die besten Werte. Ich würde sagen, wir verkaufen hier diesen Schatz und wünschen dir natürlich auch alles, alles Gute. So, können wir noch ein Pferd verkaufen? Hector ist mein einziger reinrassiger Friesenhengst, den ich momentan habe. Maya definitiv nicht, Albert auch nicht. Okay, also jetzt wird es dann schon wirklich, wirklich schwierig. Ich würde sagen, ich hole jetzt einmal den Friesen ab, also den Sportfriesen in dem Sinne, und zwar nicht ihn, sondern ihn oder sie. Ich weiß es jetzt schon wieder nicht, ob das eine Stute oder ein Hengst ist. Ich glaube, das ist auch eine Stute, war. Dann würde ich diese Stute einmal, ich nenne sie Lucy. Habe ich schon eine Lucy? Nein, ich glaube nicht. Lucy, glaube ich, habe ich noch keine. So, okay. Zurück in den Stall. So, dann sehen wir uns die Lucy einmal an. So, das ist Lucy. Wir schauen als erstes in den Stammbaum rein. Okay, Lucy ist jetzt bereits die dritte Generation. Das heißt, wir können hier auch mal anschauen, wie viel Prozent sich das jetzt dann aufteilt. Also das ist, der Friesenanteil ist definitiv schon höher als der Swedish Warmblood-Anteil.
Nichtsdestotrotz muss ich sagen, naja, obwohl sie sieht schon irgendwie, es ist echt schwierig, es ist echt, echt, echt schwierig. Ah, Leute, ich sag's euch, das ist wirklich, wirklich nicht einfach. Mich würde mal interessieren, wie euch das so geht. Oder ob ihr schon gesagt habt, okay, ich höre schon auf mit dem Züchten, weil ihr euch nicht trennen könnt von den Pferden. Als nächstes haben wir hier Zipper. Zipper ist auch bereits zweite Generation. Das heißt, sie hat einen relativ hohen, also 75% Friese. Sie ist schwarz und so weiter, aber sie hat halt leider auch nicht so die besten Werte. Und sie ist sehr, sehr, sehr heiß. Also sie geht richtig ab, was mir ja auch nicht so wahnsinnig gut gefällt. Von daher würde ich sagen, wir verkaufen auch einmal hier diese Stute. Stella werde ich behalten, Lucy werde ich jetzt auch nochmal behalten. Coltano ist auch dritte Generation, ist von den Werten her auch nicht das allerbeste und ist ebenso extremst temperamentvoll, was ich auch nicht so feiere. Das heißt, ich werde an dieser Stelle auch Coltano verkaufen. Denn sein, ich glaube, es ist sein Halbbruder, ist besser. Josie behalte ich definitiv. Minnie werde ich auch noch behalten. Celine würde ich auch noch behalten. Droppy war mein erster. Droppy können wir auch verkaufen. So leid es mir tut, aber auch nicht die allerbesten Werte. Das heißt, wir verkaufen auch Droppy, ja. Und das sind jetzt hier dann sowieso meine verbliebenen Pferde. Ich werde jetzt einmal schnell im Off noch die restlichen Fohlen abholen. Sofern sie gut sind, werde ich sie euch zeigen. Und dann werde ich euch auch noch zeigen, für welches neue Turniersport-Grand Prix-Pferd ich mich entschieden habe. So, meine Lieben, ich habe jetzt alle Fohlen abgeholt. Ich habe momentan noch nichts Neues gezüchtet. Das mache ich vielleicht dann im Off, dass ich wieder in der Zucht anschmeiße, denn ich habe jetzt tatsächlich ein paar freie Boxen, weil ich mich mal so von ein paar Pferde getrennt habe, wo ich mir schon gedacht habe, okay, es macht einfach keinen Sinn. Und nur, dass jetzt ein Stall voll ist, yes, you know what I mean. Von daher werde ich sicherlich noch die ein oder andere Zucht probieren. Aber wie ich es ja im Titel oder ihr es im Titel ja schon gelesen habt und ich es euch ja auch schon erzählt habe, geht es ja heute mehr so darum, welches neue Grand Prix Pferd, Sportpferd aus meiner Nachzucht wird es denn nun werden? Und ich habe mich jetzt entschieden, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es die richtige Entscheidung ist. Ich glaube, es wird eine richtige Herausforderung, also eine richtige, richtige Herausforderung für mich. Aber ja, ich finde ihn, also ich kann es schon mal sagen, es ist ein Hengst. Und ich würde es einfach zu schade finden, wenn man ihn nicht versucht hochzuleveln und wenn man ihm nicht die Chance gibt, als Sportpferd, Turnierpferd sich zu beweisen, denn er ist einfach richtig, richtig gut. Und ja, bevor ich lange jetzt herumrede, zeige ich ihn euch mal. Und zwar ist mein neues Sport-Grand Prix-Pferd Castano. Dieser wunderschöne rote Hengst. Wir schauen mal rein. Das, was es für mich als große Herausforderung macht, ist, dass er high-spirited ist. Ihr wisst, ich kann da nicht so ganz gut, also zumindest mal nicht im Springsport. Ja? Ich habe sonst nicht so das Problem, aber im Springsport finde ich es tatsächlich schwierig, wenn sie zu temperamentvoll sind. Wir schauen uns mal kurz die Ahnentafel an. Und zwar, er ist erste Generation
von Maya und Albert. Albert ist ja mein absolutes Traum Grand Prix Pferd und Maya ist meine beste Friesenstute. Was ich mich allerdings ein bisschen verwundert, Albert ist ja absolut ausgeglichen, der hält die Geschwindigkeit wie ein, also einfach so angenehm zu reiten, und Maya ist eher auf der sehr, sehr ruhigen Seite, und dass aus dieser Verpaarung dann ein so temperamentvolles Pferd rauskommt, da bin ich jetzt schon so ein bisschen verwundert, aber it is what it is. Und wir müssen natürlich auch damit arbeiten. Wie gesagt, er ist 50% Friese, 50% Swedish Warmblood. Und ich würde sagen, um das Ganze so ein bisschen, ja, den Einstieg sozusagen so ein bisschen zu feiern, würde ich mit ihm jetzt gleich mal das erste Turnier gehen. So, dann sind wir hier im Global Horse Jumping. Ihr werdet es wahrscheinlich schon alle wissen, aber ich sage es hier nochmal. Also ihr könnt natürlich mit nicht reinrassigen Pferden könnt ihr natürlich nicht im Breeders' Cup starten. Das heißt, diese Pferde sind nur für den Global Horse zugelassen. Und ich bin jetzt hier, ich habe mir in der Maiden Class, also das heißt die erste Stufe, habe ich mir das dritte Rennen ausgesucht. Und ja, ihr könnt mir jetzt mal alle die Daumen halten. Ich hoffe, dass ich nicht die falsche Entscheidung getroffen habe und dass sein Temperament nicht allzu schwierig ist. Aber wir schauen mal, wie es denn so wird. Okay. Okay, ich würde sagen, das war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich finde, er hat das wirklich, wirklich gut gemacht. Er ist temperamentvoll, aber nicht ganz so extrem temperamentvoll, sagen wir es mal so. Also das heißt, er steigert sich zwar schon recht schnell in die höchste Geschwindigkeit, aber es geht gerade noch so. Also ich habe schon Pferde gehabt, die das noch viel, viel extremer hatten, die wirklich so irgendwie von gefühlt von einer Sekunde auf die andere auf Höchstgeschwindigkeit waren. Er lässt sich tatsächlich relativ angenehm reiten. Ich glaube, dass du das mit Training auch relativ gut in den Griff bekommen kannst. Ich habe jedenfalls die allerbesten Hoffnungen. Ich glaube, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Und ihr könnt mir gerne auch mal reinschreiben, ob ihr denkt, dass wir das schaffen werden, dass wir, ja, dass er bis in den Grand Prix kommt. Und ihr könnt mir auch mal reinschreiben, was ihr denkt, wie lange ich denn brauchen werde. Also, wie lange es dauern wird, bis ich ihn wirklich so weit hochgelevelt habe, dass wir auch Grand Prix gehen können. So, weil ich es hier auch gerade noch einmal sehe. Viele von euch werden sich wahrscheinlich wundern, dass ich hier diesen Season Pass zwar schon ausgespielt habe, aber ich mir diesen Season Pass noch gar nicht geholt habe. Es sind jetzt noch 12 Tage. Die Sache ist die, ich zeige euch das jetzt einmal. Wie ihr seht, ich habe gerade 127 Gold. Der Season Pass kostet 129 Gold. Das heißt, es fehlen mir eigentlich nur mehr 2 Gold. Und ich dachte mir jetzt, okay, ich muss die Sachen nicht unbedingt sofort haben. Wir haben ja, und ich hoffe, ihr habt das alle mitbekommen und ihr habt das auch
alle gemacht. Wir haben ja alle 50 Goldmünzen geschenkt bekommen von Equestrian the Game. Oder ich sollte besser sagen, alle diejenigen haben es geschenkt bekommen, die sich für den Newsletter vor einem Monat, 6 Wochen angemeldet haben. Also bevor dieser neue Season Pass gekommen ist, hat Equestrian sehr oft gepostet, man kann sich für den Newsletter anmelden, und für alle, die das vor dem Global Launch machen, die werden 50 Goldcoins bekommen. Und diese 50 Goldcoins habe ich natürlich auch bekommen, denn ich habe mich natürlich zu diesem Newsletter angemeldet. Und ich habe davor auch schon noch ein paar gehabt vom letzten Season Pass, die mir übrig geblieben sind. Und ich habe natürlich auch gespart, und ich dachte irgendwie so, es geht sich aus. Ja, bis jetzt ist es noch nicht ausgegangen. Es fehlen mir noch genau 2 Goldcoins. Und ich dachte mir einfach, ich warte das jetzt einfach mal. Ich habe zwar jetzt auch kein Problem, mir Goldcoins zu holen, denn ich bräuchte theoretisch nur das kleinste Paket, und das kostet 5,49 Euro. Also das ist schon etwas, was man sich auch mal leisten kann. Man bekommt ja auch wirklich viele Sachen. Aber ich dachte mir jetzt trotzdem, solange dieser Season Pass jetzt noch läuft, werde ich noch abwarten. Vielleicht habe ich das Glück und bekomme die nächsten Tage noch ein paar Goldmünzen in meinem Daily Reward. Dann könnte ich mir den Season Pass so holen. Also sollte das nicht klappen, dann würde ich mir natürlich dieses kleine Paket kurz, bevor der Season Pass zu Ende ist, holen, und wird mir dann natürlich auch alle Geschenke abholen. Erspielt habe ich ja schon alles. Ich muss sie nur mehr kaufen und abholen. Gut, meine Lieben, es ist jetzt doch wieder so ein bisschen längeres Video geworden. I am so sorry. Ich nehme immer vor, okay, heute wird es ein richtig knackiges Video. 15 Minuten und fertig. Und dann fange ich an und ja, aber ihr kennt mich mittlerweile schon, denke ich, die meisten von euch. Und die wissen, dass es bei mir manchmal so ein bisschen länger dauern kann. Sollte aber kein Problem sein. Ich hoffe trotzdem, du hattest ganz viel Spaß. Wenn es dir gefallen hat und du mich so ein bisschen unterstützen möchtest, dann abonniere mich hier, gib mir ein Like, schreib einen Kommentar, husch rüber zu Instagram. Dort kannst du mich auch gerne abonnieren. Ich mache sehr viele Stories und versuche euch auch da so ein bisschen zu unterhalten. Und ja, könnt gerne auch mal in den Podcast reinhören. Da sind jetzt gerade so ein paar Folgen online gegangen. Da ist auch was vielleicht für dich dabei. Dann ja, bleibt mir eigentlich nur mehr zu sagen, euch alles, alles Gute zu wünschen. Passt auf euch auf und bis ganz, ganz bald. Eure Ada Breezeflower. Bye-bye.